Moin zusammen, mit Mesmer haben wir in Shadow of the Erdtree einen relativ schweren Boss. Darum möchte ich euch mit diesem Video eine kleine Hilfestellung geben, dass ihr sicher durch den Kampf kommt. Wir halten uns auch nicht lange auf, zunächst aber was grundsätzlich ist, ich fand es in dem Kampf besser, wenn man ein bisschen Abstand zu Mesmer hält und von einer kleinen Entfernung aus denn auf die Angriffe zu reagieren. Angreifen können wir meistens nur einmal, er wird nämlich danach direkt wieder einen neuen Angriff gehen. Also das die beiden grundsätzlichen Sachen. Wir gehen jetzt aber direkt in den Kampf rein und er startet den Kampf immer gleich. Also er geht nach oben und wird dann auf uns losstürmen. Hier haben wir jetzt gesehen, da ist so eine kleine Explosion in der Luft. Sobald die Welle davon zu Ende ist, gehen wir in den Dodge rein und dann zählen wir eine Sekunde und gehen wieder in den Dodge rein, dass wir der Folgeexplosion ausweichen können. Hier haben wir jetzt eine Möglichkeit, ihn einmal anzugreifen. Danach macht er immer willkürliche Angriffe. Hier startet er jetzt damit, Feuer in die Luft zu schmeißen und seinen Speer da dann einmal reinzustecken. Dadurch entzündet sich der Speer und er wird jetzt einen Drehangriff machen. Bei dem Drehangriff ist es so, da wird dann Feuer zu uns hingeschmissen und wir müssen dann einmal durch das Feuer dodgen. Wir dodgen zu dem Zeitpunkt, wo sein Speer dann auf seiner rechten Seite auf einmal auftaucht. Und abschließend wäre da die Kombi meistens mit einem verzögerten Speerstoß. Das sehen wir hier jetzt. Sobald seine Schulter sich so nach vorne dreht, da dodgen wir dann in ihn rein, können ihn einmal angreifen und nehmen da nach dem Angriff direkt wieder Abstand, also dodgen nach hinten weg. Weil er wird jetzt weiter angreifen. Hier macht er jetzt noch eine andere Alternative von dem Feuerspeer und wird jetzt zwei- oder dreimal zustechen. Wenn er das nur zweimal macht, dann wäre jetzt schon zu Ende. Jetzt hier macht er das dreimal und da macht er auch wieder einen verzögerten Stoß und der hat eine höhere Reichweite. Sobald wieder seine Schulter sich so nach vorne dreht, da gehen wir in den Dodge rein und wir können ihn wieder einmal angreifen. Hier ist einer der Moves, wo wir wohl die meisten Probleme haben. Er katapultiert sich in die Luft. Da hat er keine Hitbox, also da müssen wir an sich auch nicht dodgen, außer wir sind ganz am Rand, weil da die Flammen, die können eine Hitbox haben. Aber sein Speer an sich hat er keine Hitbox. Wir gehen aber ein Stück zurück und sobald er sich dann nach vorne katapultiert, dodgen wir da rein, drehen uns direkt rum und dodgen wieder in ihn rein. Da wird er jetzt nämlich mehrmals auf uns zustechen, aber durch den Dodge weichen wir dem ersten Stich aus und die anderen gehen an uns vorbei. Jetzt bleiben wir kurz stehen und laufen dann unter ihn durch. Dadurch wird er dann mit dem Rücken zu uns einmal auf den Boden hauen. Eine halbe Sekunde später wird er dann nochmal eine Explosion machen. Wir müssen also, nachdem er auf den Boden kommt, einmal wieder in den Dodge gehen. Und danach haben wir wieder eine Angriffsmöglichkeit. Hier habe ich ihn jetzt gestaggert und er wird jetzt gleich in die zweite Phase gehen. Wir schauen uns aber noch ein paar andere Angriffe aus der ersten Phase an. Hier macht er jetzt einen normalen Seitenhieb, da können wir einfach nach hinten wieder wegdodgen. Und beim verzögerten Stich, da dodgen wir wieder in ihn rein oder zur Seite weg, sobald seine Schulter so nach vorne geht. Hier haben wir dann auch wieder eine Angriffsmöglichkeit. Hier sehen wir jetzt noch einen anderen Move, wo er in der Luft geht. Da wird er aber direkt auf uns zuspringen. Wenn er auf uns zuspringt, da brauchen wir noch nicht dodgen, da ist nämlich keine Hitbox. Aber sobald er dann hinter uns ist, da müssen wir dann einmal wegdodgen, da bekommt er nämlich eine Hitbox. Jetzt macht er noch einen Aufwärtshieb, da können wir auch einmal wegdodgen, falls wir zu dicht dran stehen. Und er wird dann sich auf den Boden raufschmeißen und da kommt eine kleine Explosion. Da dodgen wir dann kurz bevor er den Boden erreicht. Hiernach haben wir auch wieder eine Angriffsmöglichkeit und gehen direkt wieder weg. Hier sehen wir jetzt noch einen Folgeangriff, den er nach eigentlich fast jedem Move machen kann. Da macht er zwei schnelle Hiebe. Wir müssen also immer direkt in den Dodge gehen und hier in diesem Fall zweimal direkt dodgen. Hier sehen wir noch einen normalen Stichangriff. Wenn wir da weit genug wegstehen, dann passiert auch nichts. Er kann auch in der Luft gehen und den Speer auf uns werfen. Sobald der Speer seine Hand verlässt, da gehen wir dann ins Rollen rein. Hier haben wir dann auch wieder eine Angriffsmöglichkeit. Und zu guter Letzt haben wir in der ersten Phase noch zwei weitere Angriffe. Einmal so eine Kombi, wo er erst Flammen nach vorne schmeißt. Da könnt ihr, wenn ihr zu dicht dran steht, einmal nach links oder rechts dodgen. Ich war hier jetzt weit genug weg. Und das folgt immer mit so einem Seitenhieb oder Seitenschwung. Da könnt ihr auch wieder in ihn rein dodgen, sobald der Speer auf der rechten Seite auftaucht. Und er wird danach dann meistens wieder direkt in die Luft gehen und auf uns zustürmen. Und hier auch kurz bevor er bei uns ankommt, gehen wir ins Rollen rein und hier können wir ihn dann auch wieder angreifen.
Wie gesagt, nach den Angriffen immer gleich wieder weg, weil da kommen oft neue Angriffe. Zu guter Letzt kann er noch einen kleinen Feuerball beschwören. Das ist so, er beschwört ihn, dann bewegt er sich einmal. Und wenn die erste Bewegung fertig ist, gehen wir ins Dodgen rein zur Seite, weil der Feuerball hat dann ein bisschen Homing und der wird uns sonst erwischen. Nach dem Feuerball, er wird direkt einen Angriff starten, sobald der Feuerball bei uns direkt vorm Gesicht ist. Also wir müssen dann immer fürs Dodgen bereit sein. Das sind die Angriffe aus der ersten Phase und diese nimmt er auch fast alle mit in die zweite Phase rein. Also da können wir uns dann gleich verhalten. Jetzt aber zu den neuen Sachen, die in der zweiten Phase kommen. Hier wäre das ein bisschen anders. Ganz zu Anfang macht er wieder so eine Dive-Bomb, aber diesmal als Schlange. Wenn wir die Schlange im Visier haben, dodgen wir, sobald der Kopf aus dem Bildschirm ist. Da gehen wir in den Dodge rein und direkt danach, so eine halbe Sekunde ist das, dodgen wir nochmal, weil da wird dann eine Explosion kommen. Hier können wir dann auch wieder angreifen und da können wir dann den Kopf von der Schlange und auch Mesmer erwischen. Wir machen dann also Doppelschaden. Hier sehen wir nochmal so einen großen Angriff, aber da wissen wir ja, wie wir uns verhalten müssen. Wenn er stehen bleibt und so ganz viel Geschwader um ihn rum spawnt, da macht er dann einen großen Schlangenangriff. Da kommen dann 5 Schlangenköpfe auf uns zu. Die ersten beiden, die greifen zusammen an, die gehen so in die Mitte. Und sobald er das macht, da rennt ihr dann nach hinten weg, nimmt ein bisschen Abstand und ihr fangt dann an, entweder nach links oder rechts zu laufen. Das sind 5 Schlangenangriffe und danach kommt Mesmer noch angestürmt. Die Schlangenangriffe, den dodgt ihr aus, sobald die Schlangen den Boden erreichen. Oder kurz bevor die den Boden erreichen, da müssen wir dann dodgen. Die letzten beiden, die kommen direkt hintereinander. Und der dritte, der ist etwas versetzt. Mesmer wird dann auf uns zustürmen und wieder eine größere AOE machen, aber wenn wir zur Seite weglaufen, dann sollte da nichts passieren. Nachdem er die Speere gespawnt hat, da können wir ihn ganz kurz angreifen und nehmen direkt wieder Abstand. Hier sehen wir jetzt einen anderen Schlangenangriff. Da spawnt da eine Schlange. Da kommt erst so eine große Pfütze unter uns. Also er geht rein in den Boden und eine Pfütze spawnt unter uns. Wir gehen aus der Pfütze weg. Die Schlange geht nach oben und sobald der Schlangenkopf den Boden berührt, gehen wir in den Dodge rein. Das ist ein Einzelschlangenangriff und wir können hier dann einmal kurz angreifen und nehmen direkt wieder Abstand. Das ist ein Drehangriff, den er hier jetzt macht. Er wird da meistens dann erst einen Schritt zurück machen und dann fängt er an zu drehen. Das hat ganz, ganz leichtes Homing, nicht doll. Aber sobald er zurückgesprungen ist, feststeht und auf uns zustürmt, da gehen wir dann ins Dodgen rein, nach links oder rechts. Hier sehen wir jetzt einen normalen Schlangenangriff. Das ist eine Schlange, das stürmt auf uns zu als Schlangenkopf. Und da können wir, sobald der Mund von der Schlange ganz weit auf ist, da dodgen wir dann. Können wir ihn auch wieder einmal ganz kurz angreifen. Und das ist jetzt ein anderer Schlangenangriff, da macht die Schlange 3 Angriffe. Sobald hier der Mund von der Schlange ganz offen ist, rollen wir einmal zur Seite weg. Und danach können wir auch wieder einmal auf ihn raufhauen. Und hier ist er jetzt schon tot. Einen Schlangenangriff hat Mesmer in der zweiten Phase noch. Da bleibt er in dem Raum und spawnt einfach neben sich eine Schlange. Die kommt dann auf einen zugestürmt und da dodgen wir auch wieder, sobald der Mund von der Schlange ganz weit auf ist. Hudi, aber das war's mit dem Guide zum Mesmer-Kampf. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Habt viel Spaß bei dem Kampf gegen Mesmer. Und alle noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.